Wir befinden uns bei Wilsberg, aber nicht bei Wilsberg im Buchladen, sondern im Polizeipräsidium. Also Rita Russek und Roland Jankowskis zu Hause, sprich Anna Springer und Overbeck. Ich zeige Ihnen mal seinen Schreibtisch. Kommen Sie mal mit. Overbeck ist Kriminalkommissar und verleiht dem Krimi regelmäßig eine Portion Komik. Er selbst sieht sich als Mann der Tat, tritt aber immer wieder ins Fettnäpfchen. Also hier hätten wir Overbecks Schreibtisch. Was macht der so im richtigen Leben? Wir wissen es nicht, aber wir gucken mal, ob das funktioniert. Geht nicht. Dann haben wir hier, das macht die Ausstattung gerne. Das ist leer, da liegen Schrauben drin. Naja, also sieht nicht nach viel Arbeit aus, aber er bemüht sich ja. Overbeck war ja einer der wenigen, der gesagt hat, die Welt ist doch eine Scheibe und hat jetzt dieses super Teil auf seinem Tisch. Super auch der Beginn der neuen Wilsberg-Folge. In einem Club treffen sich junge Menschen und an der angrenzenden Straße verschwinden immer wieder Mädchen spurlos. Vielleicht hat hier ein Serienmörder die Finger im Spiel. Zurück am Set. Rita Russek alias Anna Springer wird für die nächste Szene vorbereitet. Schon sind wir in Anna Springers Büro. Da hinten sehen wir super lustige Fotos von Münster, das Gasometer und der Hafen. Und dann sehen wir hier die Stellwand von dem neuen Fall, an dem wir gerade arbeiten, heißt Straße der Tränen. Straße der Tränen. Diesmal verschwindet genau hier die Abiturientin Emily. Kriminalkommissarin Anna Springer und ihr stets bemühter Kollege Overbeck im Ermittlungsstress. Bei uns liegen die Nerven blank. Zwei Morde an jungen Frauen in 2 Jahren. Und dann verschwindet Emily ausgerechnet an derselben Straße. Wilsberg und sein Freund Ecki, gespielt von Oliver Korytke, wollen helfen, den Fall zu lösen. Die Dreharbeiten laufen auf Hochtouren. Jede Szene wird mindestens 3-mal gedreht und zusätzlich noch in verschiedenen Einstellungsgrößen aufgenommen. Der Dreh hier auf der Wache findet übrigens in Köln statt, nicht in Münster. So, hier kommen wir jetzt in unseren super Aufenthaltsraum. So werden leitende Angestellte bei Wilsberg so ein bisschen gelagert, bis sie dann an Set gerufen werden, um dann richtig zu arbeiten. Aber nicht nur die leitenden Angestellten, sondern auch die Schauspieler. Diesmal gibt's in der Wilsberg-Folge übrigens ganz neue Ermittlungstaktiken. Nicht nur analog, sondern auch digital. Das Internet und die sozialen Netzwerke spielen eine große Rolle. Das gab's bei Wilsberg noch nie. Bingo. Wir haben ihn. Hashtag, wo ist Emily? Der Verdächtige hat kapiert, dass er gegen die Netzgemeinde keine Chance hat. Der Fall ist so gut wie gelöst. Mein Bauchgefühl sagt mir was anderes. Bauchgefühl? Das ist doch Polizeiarbeit aus dem letzten Jahrhundert, Chef. Man kann mich gerne altmodisch nennen, aber ich halte mich an handfeste Beweise. Chef, die haben den Täter. Wer hat wen? Steht im Internet. Sie können mich doch mal mit Ihrem Internet. Rita Russek weiß auch ohne Internet, wie es geht. Na gut, aber wie auch immer, Frau Russek weiß das alles. Sie hat ja viel Zeit, drüber nachzudenken. Achtung, jetzt links halten. Der Route weiter folgen. Tja, und ob sich Overbeck tatsächlich auf der richtigen Spur befindet? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Nein, noch nicht ganz. Im Polizeirevier wird mit Wilsberg eine weitere Szene vorbereitet. Die Szene ist ungefähr folgende. Also Frau Springer und Ecki und ich kommen hier entlang und sagen, Ecki sagt Danke, Anna. Ich sag Tschüss, Anna. Und dann gehen wir hier raus. Spektakulär. Und so sieht die Szene nachher im Film aus. Dann melde ich mich. Danke, Anna. Tschüss, Anna. Ja, tschüss. Sie lassen sie laufen? Ja. 22 Drehtage insgesamt ist die Filmcrew zusammen. Und Samstag auf jeden Fall Wilsberg einschalten. Die Schauspieler sind sich einig. Weil es eine super schöne Geschichte ist, sehr spannend und auch ein bisschen traurig. Ich finde, jeder Wilsberg sollte angeguckt werden. Es wird einen überraschenden Schluss geben, der den Zuschauern das Blut in den Adern gefrieren lässt. So, jetzt haben wir das Set ein bisschen aufgeschreckt und
Alle müssen trotzdem weiterarbeiten. Ich sag mal Tschüss und vergesst nicht einzuschalten am Samstag um 20.15 Uhr. ZDF. Natürlich.